Hallo, ich habe Mut. Mut zum Hut und Mut zur Farbe für die Mütze. Und hier auch. Guck mal, also, jetzt sag mal nicht, dass das nicht passt. Also, eigentlich suche ich ja meine ganz lilane Mütze. Ich glaube, die habe ich gar nicht mehr. Vielleicht habe ich von so einer richtig knalllilanen Mütze geträumt. Und ich habe in meinen Schrank geguckt und habe eigentlich eine knall, also noch andere pinke Farbe wie dieses hier. Das ist ja eigentlich auch pink, rosa, wie auch immer, noch knalliger gefunden. Aber das wollte ich euch hier weniger antun. Ich gebe es zu. Deswegen habe ich mir diese Mütze ausgesucht. Und damit gehe ich jetzt demnächst auch rausspazieren mit meinem Hund. So viel dazu. Und ich habe mich hier mal schön breit gemacht. Ne? Also ich sitze hier auf meinem, wartet mal, ich zeige euch das mal. Mein Campingstuhl, was wertvoll, so einen Stuhl zu haben. Und das ist eigentlich, der ist so klein, das ist eigentlich eher ein Kinderstuhl. Aber der ist so bequem. Das ist echt bequem, muss ich euch mal sagen. Und wartet mal, ich kann das ja auch mal hier ein bisschen mehr nach hier hinziehen, mein ganzes Gepäck, wo hier drauf steht. Dann seht ihr das so. So viel dazu. Ich habe jetzt auf jeden Fall einiges an Videomaterial gemacht. Das wollte ich mal sagen. Und mein Speicherplatz hat auch nur noch 10 Minuten für dieses von diesem Handy hier. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Ich kann das ja auch gleich alles auf dem PC hochspielen, auch immer, und dann verarbeiten, verändern. Ist auch viel. Also ich verändere das lieber dann. Also ich verändert die Videos, ne? Und was wollte ich sagen? Ach, schon wieder Faden verloren. Ja, stelle es einfach zusammen, genau. Ich stelle das einfach dann zusammen und freue mich auf das eine oder andere Kommentar und überhaupt. Ach, da fällt mir gerade ein. Danke, danke, Leute. Ey, es sind 1, 2, 3, 4. 40 Abonnenten. Meine Herren und Konsorten. Ich finde das super. Danke, danke, danke. Und ich hoffe, ihr bleibt mir noch ein etwas erhalten. Ansonsten, wie ich es in den ein oder anderen Video gesagt habe, ich weiß, das eine und andere Thema interessiert den einen und anderen weniger und das andere und eine oder andere Wort, ja, spricht einen auch weniger an. Aber es ist jetzt gerade mein Kanal und ich habe gerade so einen Fluss. Es fließt so schön und ich habe Spaß dabei. Und die Sonne, die scheint auch gerade so schön. Also ich bin ja hier in diesem freien Zimmer. Also hier, wo ich sitze, da stand ein Bett, Leute. Das habe ich verkauft. So. Und ansonsten steht ja hier auch noch weniger, weil es ja alles zu Verkauf steht. Ich räume aus. Ich räume aus. Ehrlich. Alle Möbel dürfen raus. Sogar die Küche darf ausziehen. Weil meiner Meinung, ich habe die letzten Jahre in dieser Küche weniger gekocht. Und zweitens, zurzeit bin ich hier alleine, ja. Wird auch erstmal so sein. Und wenn ich irgendwo hinziehe, wird es irgendwo eine Küche geben. Anführungsstrich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bräuchte eigentlich nur noch so eine kleine Herdplatte. Eine vielleicht. Und vielleicht so einen kleinen Ofen. Ja. Wo man mal vielleicht so einen kleinen Kuchen oder sowas backen kann. Oder Ofenkartoffeln, also so Süßkartoffeln. Oh, lecker, lecker, bin ich schon darüber. Na, wenn ich daran denke. Oh, die kann man auch roh essen, ne? Nur mal so zur Information. ja. Da bin ich jetzt die ganze Zeit dabei. Deswegen. Oh, und wenn das alles leer ist, Leute, dann geht es auch viel schneller, wenn man ausziehen kann. Also ich meine, kann man schneller irgendwie zum einen Ort zum anderen. Weil ich mir ja für die Zukunft, besser gesagt, ab Januar, habe ich Lust, ja, einfach los, irgendwo hin, was auch immer. Bis dahin brauche ich aber noch irgendwo wieder so eine Mini-Wohnung oder ein kleines Zimmer für die restlichen Kartons, die ich dann habe. Kisten, meine ich. Ja. Aber ich bin
Ich lasse mir Zeit. Ich lasse mir Zeit, Leute. Ich habe doch Zeit. Für alles habe ich Zeit. Und für jeden Wunsch oder Wunschziel, was ich habe, nehme ich mir einfach Zeit. Irgendwann kommt es schon von ganz alleine. Mein arbeitsreiches Leben hatte ich auch. So, so viel dazu. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal.